In der heutigen Folge Ark Private Chaos Wallet erwartet euch der erste Mythic Tame. Wir testen die Mythic Snow Owl und eine komplett brokene Wyvern. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Private Chaos Wallet. Hier geht es heute wieder los. Leute, erstmal, wenn euch das Ganze hier gefallen sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch. Ich würde sehr weiter, wenn ihr abonnieren wollt. Das wäre noch viel lieber von euch. So, und wir legen die heute wieder los mit unserer großartigen Wyvern, die letztens übel reingeschissen hat. Die ist echt gar nicht mal so gut. Mir sind gerade zwei Fische draufgegangen, die ich hier rumstehen hatte. Das ist aber nicht so ganz tragisch. Ja, die standen hier eh mehr zur Deko rum und so richtig benutzen wollte ich die eh nicht. Vielleicht gehen wir mit dem hier mal unter Wasser, wenn er das Ganze überlebt. Also bis jetzt hat er es überlebt. Hier ein bisschen mehr Leben vielleicht, mein Freund. Weißt du was? Hier, ich bin für dich da. Kein Problem. Was wir heute vorhaben, ist Mythics und Legendaries zähmen. Das ist auf jeden Fall unser Plan. Ich habe gerade schon mal in die Liste geguckt und ich bin nicht so richtig fündig geworden bei etwas, was ich unbedingt haben wollen würde. Wir haben hier Ankylos, Argentavis. Ja, Argentavis vielleicht. Ich bin gerade am Verhungern nebenbei. Das ist nicht schlimm. Bronto, Jeboa. Jeboa gibt es recht viele. Megaloceros. Schneeäule. Schon cool. Vielleicht nehmen wir uns davon eine mit, weil die habe ich jetzt schon öfter gesehen. Und sonst Teri. Teri vielleicht auch stark, könnte ich mir vorstellen. Aber sonst war das bei Mythic eigentlich schon fast. Und Legendary haben wir. Alos könnten recht gut sein. Bionix ist nur einer da. Dann haben wir Indominus Rex. Einer. Welches Level ist der? Bitte sag mir, dass er gutes Level ist. Oh, ich muss hier nochmal Level 600 eingeben. Wartet. So. Finden. Was habe ich jetzt gemacht? So ein bisschen raus. Wo ist er? Wo ist denn mein Freund? Level 560. Ja, ich glaube, da haben wir dann auch schon gefunden, was wir eigentlich sehen wollen. Vorher holen wir uns vielleicht noch eine Kleinigkeit, was anderes. Hier Legendary Wyvern haben wir auch 6 Stück am Start. Wo sind die? Die sind alle nicht so gutes Level. Warum sind die alle dasselbe Level? Ist das Buggy? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist merkwürdig. Warte. Nee, das ist anscheinend einfach so. Okay, aber wir gehen gleich unterwegs. Wir gucken mal, vielleicht erst irgendein Mythic, dann rüber zu dem Indominus Rex. Da habe ich übel Bock drauf. Vielleicht Teri, vielleicht Jeboa, vielleicht solche Sachen. So, bis gleich. Tatsächlich hat sich unsere Mythic-Suche jetzt schon erledigt, weil ich habe einen Mythic Jeboa Level 85 direkt bei mir vor der Base. Aber wie ich direkt bei mir vor der Base, kann ich den einfach so anschießen oder wegrennen und er ist nicht so super schnell hoffentlich und wird mich nicht töten. Hallo, Mr. Mythic Jeboa. Oh, du bist aggro. Okay, du bist aggro. Okay, okay. Hä, mach mal eine Pfeile dicht. Ich habe getroffen oder nicht? Okay, nee, ich habe anscheinend nicht getroffen. Was habe ich denn getroffen? Ich habe einen Hitmarker bekommen. Der greift einfach alles an. Guck mal, der ist sogar sauer auf den Kompi. Was hat der Kompi dir getan? Er isst ihn sogar. Genüsslich. Junge, du bist crazy. Jeboa. Ey, das ist ein Männchen. Das ist halt das Einzige, was ein bisschen blöd ist. Weil ich brauche auch irgendwas, was Eier legt. Vielleicht müssen wir gleich doch noch für einen Argentavis gehen. Für einen weiblichen Argentavis irgendwie Low Level oder so. Muss nichts Weltbewegendes sein, außer die haben saucoole Attacken. Das weiß ich so gar nicht, weil ich noch nie welche davon benutzt habe und großartig angeguckt habe. Aber wenn die super coole Attacken haben, muss ich vielleicht doch noch einen Argentavis haben. Ich habe gerade mal geguckt, ob ein Shadow-Affe auf dem Server ist, weil davon hätte ich gerne eigentlich auch einen gehabt, bevor wir zum nächsten wechseln. Ich habe eine Schelle bekommen, bin fast tot, aber ist keiner da. Ist gar keiner da und eine Brutmutter ist so da. Ich dachte, so eine bessere Brutmutter wäre auch cool. Ich kann schon nicht mehr reden, weil ich so Angst habe. Aber da ist so Level 80er auf dem Server, also auch richtig, richtig kacke. Au! Okay, okay, das war's für mich. Oh mein Gott, Jeboa einfach zu stark. Jeboa einfach viel zu stark, aber ich... Oh Gott. Ey, er dreht um. Oh mein Gott, komm her. Komm wieder zurück. Ja, 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 du dachtest, du kannst dich mit mir anlegen. Kannst du auch. Over and out. Lass mich in Ruhe, bitte. Bitte, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nichts gesagt. Ehrlich, ich hatte keine große Fresse. Nein, nein, nein. Hey. Alles unter Kontrolle, Leute. Ehrlich, wie immer, ne? Meine Rüstung hat mal wieder ein bisschen gelitten. Warum wird der auf einmal so langsam? Das sah super merkwürdig aus. Aber sonst, wie immer, alles unter Kontrolle. Übrigens, Leute, ich spiele gerade Ark Descended nebenbei im Stream. Wenn ihr da mal vorbeigucken wollt, würde mich sehr freuen. Freue mich über jeden, der da vorbeiguckt. Meistens bin ich so gegen Mittag live und höre so 16 Uhr oder sowas auf. Ist wahrscheinlich eine eher un... Wovon werde ich angegriffen? Oh mein Gott, von einem Dodo. Das kann nicht wahr sein. Nur weil ich nackt war und der hat jetzt auch den Jeboa einmal gebissen. Ich habe es gesehen. Ist wahrscheinlich eine eher untypische Zeit, aber mir passt das halt ganz gut in meinen Tagesplan. Und es macht super, super viel Spaß. Ich habe da gestern irgendwie einen Descendant Griffin und Descendant Phoenix und was weiß ich nicht alles gezähmt. Ist auch alles auf dem Uncut-Kanal, falls ihr euch das da angucken wollt. Sind halt immer irgendwie 2-3 Stunden, die ich live bin. Die sind da alle drauf. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. So, dann rennen wir da jetzt hin und ich hoffe, ich kann da einfach Kibbel reinwerfen und dann haben wir den. Und das sollte... Ah, scheiße, ich habe meine Sachen nicht wieder geholt aus meiner Tasche. Jetzt muss ich da auch noch neben dem Dodo hin und her rennen. Ach, du Schande. Ich hoffe, der greift den echt nicht weiter an. Das wäre so unschön. Hier ist auch noch ein zweiter davon. Das wird schon wieder alles kritisch. Hier eskaliert schon wieder, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Es ist schon wieder schrecklich. Guck mal, der Dodo wird mich gleich so wieder angreifen. Ja, jetzt ist es schon wieder soweit. Wie soll ich die bitte töten? Ich hätte irgendwas mitnehmen sollen. Meint ihr, ich schaffe es, gleich ganz schnell zur Tasche zu rennen, alle Sachen rauszunehmen und dem Schuss zu versetzen? Meint ihr, das schaffe ich? Schaffe ich. Ich sehe es. Ich bin fest as fuck. Go, 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 go. Oh, Tasche, 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 Tasche. Aufheben! Schneller! Ah! Ah! Okay, habe ich meine Sachen wieder? Wo? Warum sind die nicht unten einsortiert?
Okay, macht nichts. So. Mach doch was. Okay, der hat einen Pfeil vorne drin stecken. Macht ihm einfach gar nichts. So, hast du einen Hit bekommen? Sehr wahrscheinlich ja, mein junger Freund. Wie viele brauchst du? Ich hab's nicht gesehen. Ich hoffe nicht so viele, weil du bist nur ein Jaboa. Brauchst echt nur einen? Nice. Und ich kann dich auch schon so reiten. Das ist ja perfekt. So, wie viel Damage? 8200. Für ein Jaboa gar nicht mal so schlecht. Für ein Jaboa gar nicht mal so schlecht. Ey, das ist doch ein Fairy-Jaboa, oder nicht? Da muss ich halt auch Angst haben. Meine Sachen sind alle nicht mehr unten drin. Och, Menno, und ich weiß auch nicht, wie ich die ansortiert hatte. Irgendwie so oder so. So, zack, zack, zack. Hauptsache, mein Spyglass ist wieder da unten drin. Der hat halt echt viel Leben. Das lassen wir erst noch, weil der saugt mich, glaube ich, aus. Hat er einen Rechtsklick? Rechtsklick macht der gar nichts, glaube ich. Nee, C-Angriff, X-Angriff. Ey, der kann einfach nichts. Ich bin ehrlich zu euch, der kann nichts. Der kann nicht mehr abbauen, Leute. Der macht 8000 Damage. Oh, der kann hochspringen. Der kann sehr hochspringen. Das ist auch cool. Aber sonst kann der halt echt nicht sonderlich viel. Aber ich glaube, ich gehe ihn trotzdem mal ausleveln. 24.000 Headshot. Nicht so schlecht. Okay, der Kollege ist gelevelt. Ich habe einfach XP-Potions reingepfeffert. Ich habe ganz vergessen, dass ich die überhaupt habe. Und der ist jetzt ordentlich schnell. Ich habe ein bisschen Move for Speed gemacht. Und außerdem macht der jetzt wie viel Damage? Okay, an der Schildkröte ziemlich wenig. 12.000. 12.000 Damage ist. Geht so. Hier, wir legen uns jetzt mal mit dem an. Scheiß drauf. Hier, 1 gegen 1. Komm her. Komm her. Jaboa gegen Jaboa. Was denkst du, was du tust? Die kriegen auch nicht irgendwie einen Effekt oder sowas drauf. Also, Mythic Jaboa ist es bisher nicht so. Oh mein Gott, Shadow Turkey. Oh no. Komische Schafe. Warum alle sauer? Warum alle sauer? Hallo, wo kommt ihr her? Hallo, mein Jaboa ist nicht bereit dafür, glaube ich, für so einen Kampf hier gegen alle. Okay, vielleicht gerade so. Obwohl, ich habe noch eine Heal-Potion dabei. Ja, die werde ich, glaube ich, nicht so schnell in mein Jaboa reinbekommen. Okay, wir kämpfen einfach bis zum bitteren Ende. Oh Gott, ey, das hätte schon wieder in die Hose gehen können. Hier, komm du auch noch her. Warum willst du Baby-Dodos hauen? Was haben die dir getan? Also, wir haben gewonnen. Es war aber knapp. Es war... Ich bin ehrlich, für den ersten Mythic... Ja, geht besser, Leute, ne? Unser nächster Fang wird jetzt ein Argentavis. Ich dachte, den packen wir dann schon mal direkt in die Eierstation, dass er die ganze Zeit Eier legt. Ich habe nach dem Low-Level geguckt, aber es gibt nicht ein Low-Level-Weibchen auf dem Server. Es gibt, glaube ich, drei Level-80er-Männchen. 380 ist das niedrigste Weibchen. Also nehmen wir das jetzt mit. Was ist das? Reaper? Demonic Reaper direkt daneben. Das gibt's ja gar nicht. Und die Waffe ist sowas von an der falschen Stelle. Wo war die? Da vielleicht? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh, Argentavis ist tot. Yo, Demonic Reaper ist ja übersick. Ich will sowas haben. Ja, ich glaube, was ist das unten? Ah, das ist der Guardian. Ey, eigentlich müsste ich den halt nochmal umhauen. Eigentlich müsste ich den noch öfter umhauen, tatsächlich. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Dia-Show und da habe ich keinen Bock drauf, weil ich will unbedingt davon eine 10-bare Version haben. Ich weiß halt nicht, ob das nur geht, wenn man gegen welche kämpft, die wild gespawnt sind. Ich würde den schon gern umhauen. Vielleicht komme ich wieder mit meiner Spinne. Vielleicht. Nächster Argentavis. Das läuft bestimmt viel besser. Und diesmal ohne Probleme. Ich höre hier auch schon wieder komische, schockende Sachen. Ich habe auch gerade noch irgendwas anderes gehört. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich konnte den Sound überhaupt nicht zuordnen. Ich wünschte, ich hätte euch das mal hören lassen. Da habe ich leider gerade nicht aufgenommen. Das war ein ganz komischer Sound, als wenn irgendwas geschrien hat, weil er angeschossen wurde oder so. Super, super merkwürdig. Ich glaube, es gibt jetzt auch Dodo-Rexe in der Mod, wenn ich mich nicht irre. Da müssen wir eigentlich auch mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wozu die gehören. Wenn die halt nur so bis Alpha sind oder so, wäre schon echt schade, weil dann wären die wahrscheinlich richtig, richtig schwach. Aber ich würde mir trotzdem mal einen gönnen, um mit dem anzugucken. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Er bleibt doch immer direkt vor mir stehen und weiß dann nicht mehr, was er tun soll. Er ist komplett verwirrt. Ey, Argentavis, können wir gerne so weitermachen. Kein Problem. Zack, nächster Hit. Wir haben ihn fast schon down. Wie viel braucht der? 2 Kibbel. Da habe ich immer noch 2 Mythic Kibbel. Vielleicht machen wir noch welche nach. Für den Fall, dass wir... Ah, eine Wyvern. War da eine Wyvern? Mythic Wyvern? Nee, Legendary Wyvern. Was war mit Mythic noch? Irgendwas war da noch, was ich haben wollte. Ich muss gleich nochmal... Ah ja, die Eule. Oh, vielleicht gehen wir noch für die Eule. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. 380er Eierlege, Argentavis. So, komm jetzt her. Oh mein Gott, ist das schon wieder alles schwierig. Nicht in böse Sachen reinfliegen, bitte. Danke. Ich sage euch so, wie es ist. Der letzte Schuss ist gerade ein Endgegner. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt zum Glück nicht mehr. Nur die Frage ist, sind hier böse Sachen oder kann ich den mitnehmen? Ankylo, du siehst sympathisch aus. Dich lassen wir mal da. Hey, der Argentavis sieht sehr gequält aus. Ich höre schon Kampfmusik. Das ist nicht gut. Ist, mein Freund, ist. Was wird angegriffen? Ich sehe nichts, was angreift. Egal, du bist jetzt im Team. Herzlich willkommen. Ich habe die Knarre noch nicht wieder unten reingemacht. Ich dachte, ich kann jetzt schnell einpacken. So, jetzt aber ganz schnell weg hier. Ach nee, Legendary Wyvern waren ja alle Level 150 und stinken nach Fuß. Oh nö. Holt man sich dann trotzdem noch 150er und macht man Dino Wyvern und hofft, dass sie dann höher spawnen. Weil ich finde es sehr komisch, dass die alle genau Level 150 spawnen. Das ist schon sass, oder?
Als wenn das irgendwie ein Bug ist. Okay, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Das andere, was ich haben wollte, war ein Teri. Da habe ich jetzt gerade reingeguckt und da ist nur ein Level 200er und ein Level... Oh Gott, Kampfmusik. Ich habe mir kurz die Hose gemacht. Level 80er und Level 200er oder so. Und die waren halt beide nicht so nice. Deshalb lassen wir die mal hier, denke ich. Und wir machen mal einen Dino-Wipe in der Hoffnung, dass hinterher bessere Wyvern spawnen, weil Level 150er können wir uns dann immer noch holen, wenn es so sein sollte. Die kämpfen immer gegen Argentavis. Ist das so ein Ding eigentlich? Hier, da. Nice. Und was ist das für ein Argentavis? Ich weiß nicht, ob ich davon noch einen mitnehmen soll. Wie viel Kill braucht die eine? Nur zwei zum Glück. Ich habe hier ein bisschen Angst, dass ich vom Tüler gleich erwischt werde oder sowas. Ich dachte schon, es ist schon soweit. Argentavis, könntest du mich hier Ruhe lassen, bitte? Du bist direkt ausgenockt. Legt sich drauf an, Kollege. Ah, die werde ich doch nie treffen, die Kollegen. Vor allem mein Griffin. Ich habe immer den schnellen Griffin dabei. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Das kann nicht wahr sein. Ich habe so viele langsame Griffins zu Hause. Wirklich, eigentlich alle sind langsam, außer der hier. Und ich nehme immer den schnellen mit. Ja, ich glaube, ich fliege hier so ein bisschen rum und schieße mal. Und hoffe dann irgendwann die Eule zu treffen. Das wird schön. Also, ich werde ein bisschen besser im Aim. So ein bisschen. Ich habe jetzt auch wieder, ich glaube, wieder die Eule getroffen. Unglaublich. Aber die fliegen auch einfach immer höher. Und bei dem Griffin muss man die ganze Zeit S drücken, um nicht weiter nach vorne zu fliegen. Das ist so merkwürdig. Gut, dass ich das jetzt auch erst rausgefunden habe. Hat auch gar nicht lange gedauert. Ich bin da echt ein schneller Checker auf jeden Fall. So, jetzt fliegen wir hier wieder hin. Und schießen von hier. Hat er den gleich? Ich glaube, er hat ihn bald down. Das wäre noch besser. Leben hat er noch. Oh, der hat noch genug Leben. Ich habe nichts gesagt. Ja, seht ihr? Ich treffe alles fast. Es ist etwas Bewegendes passiert. Over and out. Sie ist nicht mehr aggro auf den Argentavis. Sie hasst mich jetzt. Okay, anscheinend nicht genug. Aber sie hat mich gerade ganz kurz gehasst. Ja, ja, ja. Und sie war gerade hinter mir her. Aber ich war anscheinend zu schnell. Ich vergesse aber, wie schnell dieser Griffin ist. Gute Hits. Oh Mann, was ist mit meinem Aim los, ey? Ich will auch nicht mehr. Ehrlich, es ist kompliziert. So, Eule, kommst du mit hier? So, zack, hier, das wird ein Hit. Guck mal, zack, eiskalt getroffen. Und damit fliege ich jetzt einfach nach Hause und knock die direkt über meiner Base aus. So ein Ding wird das. Guck mal, wie langsam die hinterher fliegt. Ich weiß nicht, was ich hier sehe, aber die Eule ist gerade einfach gelandet, aber nicht normal gelandet, wie man landet halt, sondern in der Luft stehen geblieben und einfach runtergefallen. Also wirklich komplett auf den Boden geplumpst. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der hat sogar richtig so ein Geräusch gemacht, als er auf den Boden geknallt ist. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Die Eule ist sehr merkwürdig, aber es ist nicht schlimm, weil wir haben sie bald ausgenockt. Ich würde sie nur gerne im Sumpf ausnocken. Das wäre ganz cool vielleicht, wenn du noch ein Stückchen weiterfliegen könntest. Aber guck mal, ich habe den Dreh jetzt echt raus. Jetzt sitzen die Schüsse. Guck mal. Und ein Schuss noch vielleicht oder gar kein Schuss mehr. Hoffentlich nichts Böses, hoffentlich nichts Böses. Fiomia, Diplo, perfekt. So können wir es lassen. Ich höre schon wieder Kampfmusik. Scheiße. Hier, da, nimm bitte. Ist schnell. Ich muss weiter. Sehr gut. So, einsacken. Ja, Diplo schon sauer. Okay, wir hauen ab. Ich denke, wir haben ein Problem. Over and out. Ich habe hier reingeguckt. Owl eingegeben. Nichts. Ich habe hier reingeguckt. Owl eingegeben. Saal Level 61, die ich nicht lernen kann. Bitte sag mir, dass man nicht so rein kann. Bitte, Eule. Bitte. Kann man nicht. Ich brauche einen Saal. Ich weine. Ach ja, und der Argentavis, der kommt direkt in die Eierstation. Aber sowas von. Wo ist er? Da. So, hier. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit hier in dem Kasten. Aber das kann schon wieder nicht wahr sein, oder? Warum ist das so? Was könnte ich machen? Könnte ich den einspawnen vielleicht? Oh, meint ihr, das geht? Ich gehe mal ins GCM und gucke, ob ich den einspawnen kann. Oh, wow. Ich habe einen Schnee-Eulen-Saal. Wie unglaublich. Dann können wir den ja jetzt testen. So, kann der irgendwas Cooles? Ich hoffe, der kann saucoole Sachen und einfach irgendwie so mit Sachen um sich schießen und so rumbangen wie der Dimorphon. Das wäre auch cool. Macht schon mal kein Damage. 6000. Schlechter als der Jaboa auf jeden Fall schon mal. Aber der hat auch einen Sturzflug. 12.000 war das jetzt gerade. Die sieht riesig aus, oder? Jetzt mal ehrlich. Komm, ist das so vor oder ist die richtig, richtig groß? Oder die Kamera ist so nah dran oder so? Ich habe keine Ahnung. Sturzflug, macht das mehr Damage oder sowas bei dem? Ich treffe halt aber nichts. Ne, 6000 auch. So, C-Angriff, nix. X-Angriff, nix. Rechtsklick, nix. Da bin ich. Sie haben alle nichts. Warum haben die nichts? Hallo, Mythic, Endgame, ich bin hier. Könnt ihr irgendwas? R, Q? Kannst du irgendwas? Gar nichts? Der kann ja nicht mal dieses Plumpsen, dass der so... Oder doch, das kann er, okay. Habe ich es gesagt? Okay. Ja, das klappt auf jeden Fall. Aber das war's halt auch. Will ich die aus? Ich kann mich übrigens immer noch nicht wieder bewegen. Nice. Ja, macht das alles Spaß hier. Ich bin gern hier. Okay, eine halbe Ewigkeit später. Ich bin am Verhungern, kann nichts essen und ich komme auch nicht raus. Kann ich irgendwas tun? Follow-Pfeife? Vielleicht? Dich einpacken kann ich auch nicht, richtig? Nee, kann ich auch nicht.
Macht das so lange, bis Stamina weg ist und die Stamina ist noch lange nicht weg? Das ist bitter. Vielleicht rettet mich dieser Oviraptor. Ich bin raus! Oh mein Gott. Nice, Oviraptor, du bist der Beste, ey. Junge, du bist einfach der Beste. Ich wusste immer, auf dich ist Verlass. Ey, meine eigene Schneeeule hat mich einfach für immer gestunt. Was ein Spaß. Ja, ich level die mal aus. Ach ne, ich kann die einfach so ausleveln. Hier, da, nimm die Potions. Ah, was ein Quatsch schon wieder. Ich habe hier schon wieder alles erlebt. Ehrlich, warum sind Mods immer so krass buggy, ey? Das gibt's doch gar nicht. Meine eigene Eule hält mich fest. Ah, 9000 Damage, ey. Die Mythics, bis jetzt nicht sehr überzeugend. Ich mache auf jeden Fall gleich einen Dino-Wipe. Hoffe dann auf einen besseren Teri, auf eine bessere Wyvern, auf irgendwelche super coolen Sachen. Aber die Eule, Leute, ist es nicht. Vielleicht zum Rumfliegen, aber wir machen mal ein bisschen sehr viel Move and Speed. Ah, das sieht angenehm aus, denke ich. Ich habe mir gerade wirklich, wirklich vor den Kopf gehauen. Ich habe einen Dino-Wipe gemacht und da ist mir eingefallen, dass ich nicht nur eine Wyvern wollte, sondern auch einen Indominus Rex Level 85, der jetzt auf dem Server ist. 240, nicht 540, oh mein Gott. 540 wäre doch okay, würde ich nehmen. Was ist mit der Wyvern passiert? Das ist die bessere Frage. Sind jetzt immer noch 150er Wyvern da? Level 600 Legendary Wyvern. Hey, dann gehen wir dahin. Okay, dann bin ich zumindest ein bisschen zufrieden. Das war schon wieder ein richtiger Fail. Oh Mann, den Indom hätte ich echt gerne mitgenommen, aber dann gibt es ja halt nächste Folge zur Not. Da ist sie auch schon, die hätte ich halt nie gefunden. Ohne Witz, wenn ich diesen Dino-Tracker nicht drauf hätte, hätte ich die niemals gefunden. Komm her, Kollege. Kann ich dich irgendwie auf Aggro ziehen und du tötest mich nicht direkt und wir werden hier nicht so eingeengt in dieser großartigen Höhle, die hier unten ist und das wird alles super und ich hoffe, du kannst coole Sachen im Gegensatz zu den Mythics, weil die sind bis jetzt alle kacke. Das war ein Hit. Okay, ich würde gern raus. Ich würde sehr gern raus. Ja, ist alles. Ach so. Was ist passiert? Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe selber. Ich sterbe selber. Hier brauche ich nicht mehr geschafft. Okay, der kann schon mal auf den Sattel anzünden. Interessant. Sehr interessant. Gut. Weiß ich das auch, ne, Leute? Weiß ich das. Nächstes Mal. Okay, mir fällt jetzt erst auf, dass ich nackt bin. Ich dachte, ich könnte meine Rüstung jetzt gleich wieder anziehen, weil die habe ich im Inventar, die ist komplett kaputt. Aber wirklich komplett kaputt. Das wird so anstrengend. Oh mein Gott, das wird so schrecklich. Ich weiß nicht, wie das laufen soll. Ich habe eine Potion unten in mein Inventar gezogen, in der Hoffnung, dass ich damit was reißen kann. Und eine ist in meinem Dino, der ist halt auch schon Half-Life. Also anscheinend macht der richtig Damage. Das könnte ekelhaft werden. Ich bin ganz ehrlich zu euch, das könnte sehr ekelhaft werden. Wahrscheinlich sollte ich meine Rüstung reparieren. Vielleicht läuft es auch gut. Und die ist stuck. Das sieht nicht stuck aus. Das sieht nicht ganz stuck aus. Ich habe Angst. Kann ich in den Flügel schießen? Oh, ich habe sie getroffen. Die ist definitiv nicht stuck. Will auch wieder zu mir, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, doch will sie. Okay, wir hauen kurz ab. Und dann schießen wir. Also so auf Distanz, okay? Das ist gut. Das ist doch gut. Guter Plan oder guter Plan? Sagt mir das einer? Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Plan. Okay, so können wir es vielleicht durchziehen. Die ist nicht mal so langsam. Die ist tatsächlich nicht mal so langsam. Und Damage macht die ordentlich. Ich hoffe, dass sie genauso viel Damage macht, wenn die gezähmt ist. Bin ehrlich zu euch, ich bin das erste Mal richtig glücklich, dass ich den schnellen Griffin dabei habe. Ich bin das erste Mal sehr happy darüber, dass ich den dabei habe, weil sonst würde ich nie hinterherkommen. Der ist echt schnell. Und ab und zu zündet der ihn auch fast an. Und dann wäre das fast mein Ende gewesen wieder, weil ich bin nackt und hätte dann einfach eine Flammenschelle bekommen wieder. Aber es ist alles gut, keine Sorge. Irgendwie noch ausgewichen anscheinend. Ein Schuss noch. Das ist er. Er liegt. Ach Gott, wie entspannt. Jetzt muss nur noch hier unten ein bisschen freie Bahn sein. Ich habe irgendwas schon mal getötet, glaube ich. Oh mein Gott. Die sieht ja saucool aus. Ich kam gar nicht dazu, die so richtig anzugucken. Da, wie viel brauchst du? Du brauchst 4? Was ein Wucher. Hier, nimm alles. Und mein Tame Helper auch. Welcher war das auch noch? XP Potion, das ist sie nicht. Das hier, Taming Helper 50. Reicht das? Nice. Das sieht mir sehr aus wie beim Karcher, dass jedes Mal, wenn der so einen Kill macht, dass sich das irgendwie auffüllt oder so. Oh mein Gott, hier ist ein Boss. Was für ein Boss ist hier? Ist hier Wasserboss oder so vielleicht? Wo? Ja, Hydroboss, da hinten. Level 60. Das ist ein Schnapper. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mit, wenn ich nicht wieder blöd bin und einen Dino White mache. So, Damage. Macht der? 11.000? 18.000. 18.000? Nicht schlecht. Kann dabei noch fliegen, davon auch nicht vergessen. Und wie viel machen die Flammen? Weil die Flammen, die haben mich gerade hops genommen. Flammen machen 23.000. Ungelevelt. Und die treffen vielleicht öfter. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil er direkt tot war. Und ich level dabei halt auch noch den Damage hoch unten durch diese passive Fähigkeit.
Das ist halt schon krass. Warte, wir gucken mal, geht das so richtig krass hoch? 12.400? 18.000? Ja, ich habe mal wieder gehatcht oder so. 57.000? Wo kam die her auf einmal? 13.000, 59.000, 20.000. Es ist halt alles super random. Das könnte 300 Damage plus geben vielleicht? 270.000? 20.700? Ja, 300 Damage plus pro Stack. Ich dachte, wir gehen mal durch den Sumpf, weil es hier ein bisschen schneller zu füllen ist. Und das macht echt Damage. Jetzt mal ohne Witz, wir sind schon bei 43.000. Ab und zu 100.000, wenn es ein Headshot ist. Also das ist schon echt ordentlich stark. Also wirklich, wirklich ordentlich, ordentlich stark. Und wir sind noch lange nicht voll. Und ich habe auch noch nicht ausgelevelt. Also, es geht noch weiter. Wir machen noch weiter. Wyvern OP. Sogar der C-Angriff macht Damage. Was? Sogar ordentlich und AOE. Guck mal, das Baby ist einfach weggepfeffert worden. Was? Das ist sick. Das ist sehr sick. Was zum Teufel? Ich glaube, wir können so zum Boss hinlaufen und den zweimal beißen. Der ist weg. Ich glaube, da fliegen wir jetzt als nächstes hin. Warum nicht? Dinge, wovor ich jetzt ein bisschen Angst habe, was mir gerade eingefallen ist. Erstens, Wyvern hat kein Sattel. Das ist ein dickes Ding. Das ist ein sehr dickes Ding tatsächlich. Ah. Und die hier Potion habe ich erst reingeschmissen. Und das zweite Ding ist, ich hoffe, ich mache nicht weniger Damage. Gibt es einen Wyvern-Sattel, ist die Frage. Es gibt einen. Den könnte ich sogar aufwerten, wenn ich Legendary Hide habe, was ich wahrscheinlich nicht habe. Wir gehen erst nach Hause und machen Sattel, ey. Ich setze jetzt nicht aufs Spiel für sowas, ey. Nur um euch das einmal kurz zu zeigen, diesen Sattel kann man nicht irgendwie upgraden. Also ich habe gerade versucht, die Armor hochzumachen. Das hat nicht geklappt. Hier, das sind diese Armor Regions für Sattel auch extra. Ich bin extra draufgegangen. Ich kann hier nicht Apply Argument oder sowas machen. Da geht gar nichts. Und ich habe gerade bei der Upgrade Station das Ding auch schon reingeworfen. Wo ist das Ding auch noch? Das ist hier. So, habe ich das auch schon reingeworfen. Da kann ich auch gar nichts machen. Also 50 Armor, mehr kriegt die Wyvern nicht. Aber wahrscheinlich wäre die sonst auch zu OP. Ich bin ja gerade vom Drachen runtergegangen und habe den Sattel gemacht. Und in der Zeit haben sich komplett meine Stacks resettet. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich bin gerade auf dem Weg zur Turtle und will mich auch gleich mit der anlegen. Aber ich habe halt jetzt so 20 Stacks. Nicht, dass ihr euch wundert, warum die alle weg sind. Aber die Flamme, die tickt sehr oft. Ich habe gerade gegen Mythic Jaboa gekämpft. Und da hat die bestimmt... Also 10 Mal oder so getickt und dann 44.000 Schaden. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann bei so einem komischen Golem. Ey, Golem, komm mal her. Hier kann ich dich mal anzünden. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Schade. Dann beiß ich jetzt einfach mal rein. Dann mache ich das so. Und bei der Flamme gehen die Stacks nicht höher. Das habe ich gerade auch festgestellt. Ich habe gerade super viele Sachen angezündet. Dachte so, oh wow, gleich wieder Stacks. Nee, ich muss die alle beißen. Ich muss die beißen, sonst zählt das nicht. Aber trotzdem stark. Trotzdem sehr, sehr stark. Auf jeden Fall das stärkste Wesen, was wir haben. Außer vielleicht die Brutmutter. Die Brutmutter, die macht schon super, super viel Schaden. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was passiert hier, oder? Weißt du was? Potion vielleicht direkt am Anfang rein. Weiß ich nicht. Ich mache mit Damage rein. Komm. Und go. Und ich wurde gelandet. Und ich... Oh mein Gott! Ja, die Flamme, die tickt oft. Die tickt auf jeden Fall oft. Das ist krass. Hier, Jaboa, willst du mal sehen? Hier, die tickt nämlich ordentlich. Aber ordentlich, ordentlich. Ist hier eine Tasche mit irgendwelchen coolen Sachen drin oder sowas? Ich sehe wieder gar nichts, ey. Ich werde hier gescampt. Tasche habe ich leider nicht gefunden. Ich bin jetzt aber auf dem Weg nach Hause, weil ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Es war eine großartige Folge. Diese Wyvern ist absolut krank. Also wirklich absolut krank. Super, super OP. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir mal ganz viele von diesen Bossen. Ich glaube, ich bereite mal ein paar vor, dass wir dagegen kämpfen können und vielleicht mit der Wyvern einmal reinspucken. Die sind direkt tot. Ich kriege das Loot und dann hoffentlich endlich mal einen Spawner für irgendeinen der Bosse, um wirklich zu wissen, dass es auch geht. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Guckt gerne mal im Livestream vorbei. Das wäre auch super, super lieb von euch. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi.